Herzlich willkommen auf DorfTV. Wir senden heute aus der Stadtwerkstatt, wo Gerhard Scheidt einen Vortrag über Adorno und Gustav Mahler hält. Gute Unterhaltung. Ja, danke. Ich kann da gleich anschließen. Bei diesen ganzen Feierlichkeiten, von denen eben die Rede war, diesen Feierlichkeiten zum 100. Todestag, beziehungsweise die beiden Malerjahre kann man ja hier zugleich erwähnen, 2010 und 2011. Bei diesen Feierlichkeiten war es doch bemerkenswert, wie sehr man sich bemüht hat, die Bedeutung Theodor W. Adornos für die Malerrezeption, für die Malerrenaissance zu ignorieren. Und unser Buch Treffpunkt der Moderne, das Buch, das ich zusammen mit Wilhelm Svoboda geschrieben habe, Gustav Mahler, Theodor W. Adorno, Wiener Traditionen, das versucht, diesem Trend entgegenzuwirken. Und wir wollen hier also die Bedeutung Adornos für die Deutung, für die Interpretation Mahlers hervorheben. Diese Ignoranz gegenüber Adorno, die natürlich gerade auch in Österreich lange zurückreicht, diese Ignoranz gegenüber Adorno hat sicherlich mit der Art und Weise zu tun, mit der eben dieser Philosoph und dieser Musiker, dieser Komponist namens Adorno die Musik Mahlers analysiert hat. Er hat sie nämlich immer analysiert im Bewusstsein der Abwehr, auf die diese Musik stieß und stößt. Also er hat, wenn er die einzelnen Symphonien Mahlers interpretierte, hat er immer auch die Abwehr hinzugedacht, die mit der dieser Musik begegnet wurde im Konzertbetrieb, insbesondere im deutschsprachigen Raum. Und das scheint mir das Bemerkenswerte von Adornos Analysen, und das scheint mir auch der Grund zu sein, warum man jetzt über diese Analysen so leichtfertig hinweggehen möchte. Dieses Bewusstsein, das Adorno hier zeigt, nicht, dass er die Musik analysiert im Bewusstsein der Abwehr, auf die diese Musik stößt. Das gilt nicht erst für das berühmte Malerbuch von 1960, das ja doch einen gewissen Einfluss hatte auf die Malerrenaissance. Es gilt schon für die Texte, die Adorno in den 20er und 30er Jahren geschrieben hat. Schon damals registrierte Adorno sehr genau den Hass, der dieser Musik entgegenschlägt, obwohl sie doch diese Musik mit der Tonalität durchaus nicht gebrochen hatte. Diese vermeintliche Nähe zur Romantik nütze da nichts, hält Adorno fest. Im Gegenteil, Mahler gelte ebenso wie Schönberg, der ja mit der Tonalität dann gebrochen hatte, Mahler gelte ebenso wie Schönberg als der jüdische Intellektuelle, der mit wurzellosem Geist die ach so gute Natur verderbe, als der Destruktor ehrwürdig traditioneller Musikgüter, die, sei es banalisiert, sei es schlechthin, zersetzt würden. So heißt es in dem Essay über Mahler aus dem Jahr 1930. Aber diese Konstellation, von der Adorno ausging, wo er also bereits die Abwehrhaltung mit ins Spiel bringt, diese Konstellation hatte zunächst noch keinen unmittelbaren Einfluss auf seine Analyse der einzelnen Werke Gustav Mahlers. Es handelt sich hier vielmehr um eine bestimmte, dem ganzen Schaffen Mahlers zugeschriebene Intention, die Adornos Malerbild zunächst bestimmte. Und zwar war das die Intention, die er bei Mahler wahrzunehmen glaubte, die Intention auszubrechen aus dem bürgerlichen Musikraum, so drückt er das 1930 aus, auszubrechen aus dem bürgerlichen Musikraum, der eben das Untere ignoriere, also das Plebejische, die plebejischen Traditionen der Musik, das vernutzte Material, das von der Unterhaltungsmusik vernutzte Material,
Das wird ausgegrenzt vom bürgerlichen Konzertbetrieb und Mahler ist dadurch provokativ, dass er dieses vernutzte Material, diese ausgeleierten Melodien, diese von der Unterhaltungsmusik zurückgelassenen, depravierten Fragmente, dass er das aufgreift und ins Symphonische hereinnimmt. Außerhalb des Konzertsaals und unterhalb der Form sei der Ort, an dem allein die wahren Bilder bewahrt werden, die die Form vergebens anredet, so Adorno damals. Mahler nehme sie mit, wie man Scherben am Weg mitnimmt. Dabei wolle gerade Mahler noch einmal die Extreme zur Formtotalität binden und eben dadurch sprenge er unvermittelt die Sphäre der Kunst selber. Das heißt, Adorno sieht bei Mahler gewissermaßen sogar eine Kraft wirksam, die die Kunst selber aufsprengt, die die engen Grenzen der Kunst aufsprengen möchte. Die Herkunft dieses Unbürgerlichen und Unteren, das Mahler wie Scherben mitnimmt, diese Herkunft sucht Adorno dabei durchaus soziologisch zu fassen als die Herkunft der unterdrückten Klasse. In mancher Hinsicht erinnert dieser Maler-Essay von 1930 an die emphatische Zustimmung Adornos zur Bewegung des Surrealismus. Und er nimmt auch immer wieder Bezug auf andere, auf surrealistische Künstler. Und man sollte dabei auch in Erwägung ziehen, dass er damals auch eine geradezu begeisterte Besprechung der Oper von Brecht und Weil verfasst hat, der Oper Mahagoni. Und in dieser Besprechung macht er sogar selber Parallelen zur Musik Mahlers. Also er sieht da Parallelen zwischen der Art und Weise, wie Weil komponiert und wie Mahler seine Symphonien konzipiert hat. Und um Ihnen das jetzt ein wenig zu veranschaulichen, worauf sich Adorno da konzentriert, wenn er die Musik so deutet, wenn er diesen Zusammenhang mit dem Surrealismus herzustellen sucht und die Nähe zur Musik Kurt Weils akzentuiert, spiele ich Ihnen jetzt eine Stelle vor aus dem dritten Satz der ersten Symphonie, der beginnt mit dem Kinderlied vom Frère Jacques. Das ist allerdings von Mahler in Moll gesetzt und als Trauermarsch angespielt, wird als Trauermarsch gewendet. Und es beginnt und hinzu montiert er dann nach einigen Takten ein musikalisches Fragment, könnte man sagen, aus einer anderen Sphäre, einer Sphäre, die Leonard Bernstein in diesem Fall als jüdische Hochzeitsmusik bezeichnet hat. Und da sehen Sie auch dieses Montage, da hören Sie auch sehr schön dieses Montageverfahren, das Mahler schon sehr früh angewandt hat. Und die Montage war ja auch ein bevorzugtes Prinzip des Surrealismus. Thank you.
Ja, wenn man diese Takte hört, dann kann man schon verstehen, dass Adorno auf Mahler auch zu sprechen kommt, wenn er dann später über den Fetischcharakter der Musik philosophiert und die Kritik der Kulturindustrie zusammen mit Horkheimer entwirft für die Dialektik der Aufklärung, dieses Buch, das sie gemeinsam im amerikanischen Exil geschrieben haben. Zunächst einmal gibt es diesen Aufsatz von Adorno über den Fetischcharakter der Musik von 1938. Und da wird gewissermaßen bereits diese Kritik der Kulturindustrie mit Bezug auf Mahler formuliert, und zwar so, als handelte es sich hier um eine Musik, die Mahler geschrieben hat, der es tatsächlich gelingt, das, was sozusagen von der Kulturindustrie übrig gelassen wird, das in Symphonische zu integrieren und von diesem regressiven Hören umspringen zu lassen in ein revolutionäres Potenzial. Es heißt da in diesem Aufsatz vom Fetischcharakter der Musik: Alles, womit er umgeht, womit Mahlers Musik umgeht, ist schon da. Mahler nimmt es hin in der Gestalt seiner Depravation. Seine Themen sind enteignete. Dennoch klingt keines, wie man es gewohnt war. Alle sind wie durch einen Magneten abgelenkt. Gerade das Ausgeleierte gibt der improvisierenden Hand schmiegsam nach. Gerade die vernutzten Stellen gewinnen ihr zweites Leben als Varianten. Dieser Musik, so Adorno weiter, dieser Musik schieße das Ganze, worin sie die depravierten Fragmente füge, wirklich zum Neuen zusammen. Aber ihren Stoff übernimmt sie vom regressiven Hören. Ja, fast könnte man denken, in Mahlers Musik sei dessen Erfahrung, die Erfahrung des regressiven Hörens, seismografisch verbucht, 40 Jahre, ehe sie die Gesellschaft durchdrang. Und das ist sozusagen die direkte Anspielung auf die Kulturindustrie. Also Mahler hätte sozusagen in der Art und Weise, wie er mit diesen ausgeleierten Melodien, mit dieser depravierten Musik umgeht, hätte er antizipierend bereits die Kulturindustrie kritisiert. Das ist die These, die hier bei Adorno formuliert wird, 1938. Und vielleicht sollte man das auch betonen, und vielleicht liegt auch ein gewisser Unterschied zur Musik Kurt Weils, dass Adorno nicht meint, dass Mahler bloß Parodien geschrieben hätte. Also so einfach ist es dann wieder nicht mit Mahlers Musik, dass er sich sozusagen distanziert von diesen depravierten Elementen, von dieser vernutzten romantischen Musik, ja, dass er diese deformierten Elemente der Unterhaltungsmusik nur aufnimmt, um darüber zu lachen, um sich zu distanzieren und sich lustig zu machen. Nein, so ist es eben nicht, sondern was seine Musik kennzeichnet und was Adorno herauszuarbeiten sucht, ist, dass es zugleich eine innere Nähe dazu gibt bei Mahler. Und gerade das macht das Provokative aus, nicht? Dass er sich selbst nicht herausnimmt, dass er sich dieser Deformation nicht einfach gegenüberstellt, als der nicht Deformierte, sondern dass man diese innere Nähe des Komponisten zu diesen deformierten Elementen der Musik durchaus, dass diese Nähe durchaus spürbar ist. Nun, mit diesem Aufsatz von 1938 wollte Adorno auch auf Walter Benjamins Arbeit über das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit antworten. Das war ein ganz, hier handelt es sich ja um einen ganz wichtigen Aufsatz von Walter Benjamin, der ja auch in der Rezeption der Linken, insbesondere der neuen Linken, eine große Rolle spielte. Benjamin geht hier davon aus, dass im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit die Kunstform in ihrer überlieferten Gestalt verschwinden werde, dass stattdessen diese neuen Medien, also allen voran natürlich der Film, dass die ein ganz neues revolutionäres Potenzial mitbringen, dass das sozusagen eine Politisierung der Kunst bedeutet, im guten Sinne.
Und Benjamin bemüht sich in diesem Aufsatz der Kunst in ihrer überlieferten Gestalt keine Träne nachzuweinen, was ihm hier noch am überzeugendsten gelingt. In anderen seiner Arbeiten allerdings hört man durchaus hört man durchaus auch andere Töne bei Benjamin. Nun ging es Adorno darum, sozusagen diese These zu kritisieren mit seinem Aufsatz über den Fetischcharakter der Musik, indem er eben nachzuweisen sucht, dass gerade die modernen Reproduktionsmittel in der Musik eine Regression bei den Konsumenten dieser Musik hervorbringen können. Dass hier also kein revolutionäres Potenzial schlummert, sondern dass hier eher eine Verdummung der Hörenden einsetzen könnte. Und zugleich aber möchte er nicht unbedingt sozusagen in Frage stellen, dass hier auch ein revolutionäres Potenzial vorhanden sein könnte, ein Potenzial der Emanzipation. Nicht? Und indem er also auf Mahler Bezug nimmt, sucht er gewissermaßen eine Lösung für dieses Problem, indem er sozusagen Mahler eine so bedeutende Stellung in der Musikgeschichte zuerkennt, möchte er auch sozusagen zeigen, dass die Kunst selber Möglichkeiten hat, diese Tendenz zur Regression, die zum Teil durch die neuen technischen Reproduktionsmittel hervorgebracht wird, diese Tendenz zur Regression sozusagen aufzugreifen und dieser Tendenz zur Regression eine andere Wendung zu geben, eine Wendung hin zur Emanzipation, zu einem revolutionären Potenzial. Das versucht er im Grunde an Mahler zu exemplifizieren, nicht? Dass die Musik, die Kunst durchaus in ihrer überlieferten Gestalt, ja, imstande wäre, sich mit der Kulturindustrie kritisch auseinanderzusetzen. Das möchte er anhand von Mahlers Musik eigentlich zeigen, wie um Benjamin hiermit sozusagen etwas entgegenzustellen, nämlich dass die Kunst in ihrer überlieferten Form nicht unbedingt ausgedient hätte, ja im Gegenteil, dass sie sozusagen sogar bestens geeignet ist, sich mit der Depravation, mit der Deformation durch die Kulturindustrie auseinanderzusetzen, kritisch auseinanderzusetzen. Und die zentrale Bedeutung, die dabei Mahler erhält, die ist natürlich Benjamin nicht entgangen, der diesen Aufsatz gelesen hat. So schrieb Benjamin an Adorno im Jahre 1938, dass diese abschließende Perspektive eines umspringenden Hörens, das bezeichnet eben Adorno als umspringendes Hören, wenn die Depravation in ein revolutionäres Potenzial gewendet werden kann durch den Komponisten, dass diese abschließende Perspektive eines umspringenden Hörens mindestens für den nicht ganz deutlich wird, dem Mahler nicht eine bis ins Letzte erhellte Erfahrung ist. Und damit spielt er natürlich auf sich selber an, dem eben Mahler nicht eine bis ins Letzte erhellte Erfahrung war, und macht zugleich auf bestimmte Mängel in Adornos Interpretation aufmerksam. Dieser Vorbehalt hat also sein gutes Recht, denn Adorno bleibt hier bei einer bloß allgemein formulierten Deutung stehen. Er führt hier konkrete Analysen einzelner Sätze noch kaum durch oder einzelner Passagen. Die Punkte also, an denen das Hören umspringt, sind nur vage bezeichnet, am ehesten noch in Ausführungen über die Märsche bei Mahler. Aber die Pole dieser Deutung, die Pole dieser Interpretation sind durchaus kenntlich und sie sind der Ästhetik Benjamins, zumindest der Ästhetik, wie sie dieser berühmte Kunstwerkaufsatz entwickelt, entgegengesetzt. Denn Mahlers Musik, so Adorno, bewähre als erste die Erkenntnis, dass das Schicksal der Welt nicht mehr vom Individuum abhänge, und sie bewährt sie zugleich als individuelle und in den Gefühlskategorien des einzelnen Menschen. Dieser Musik habe die gesellschaftliche Bewegung sich dargestellt in ihrem wirklichen Opfer und konkreten Maß, nämlich dem individuellen Trieb und seinen Konflikten. Und da sehe ich nun doch den Gegensatz zu Benjamins Kunstwerkaufsatz sehr deutlich hervortreten, dass nämlich das Schicksal der Welt nicht mehr vom Individuum abhänge, wird nicht
so einfach Tel Quel als revolutionäres Potenzial verstanden, sondern der Bezugspunkt, den Adorno hier ganz deutlich akzentuiert, der Bezugspunkt der Interpretation ist das Leid des einzelnen Individuums. Er spricht vom individuellen Trieb und seinen Konflikten. Er spricht davon, dass sich diese Erkenntnis von der Ohnmacht des einzelnen Individuums zugleich als individuelle und in den Gefühlskategorien des einzelnen Menschen bewähre in Mahlers Musik. Und das ist etwas auch für Adornos eigene Mahlerinterpretationen Neues, was er hier in den 30er Jahren entwickelt. Diese Konzentration auf die individuellen Konflikte, auf das Moment des Subjektiven, auf das, was er die Gefühlskategorien des einzelnen Menschen bezeichnet, in denen sich die Erkenntnis der Ohnmacht bewähren muss. Und das lässt er im Grunde nicht mehr fallen, diese Einsicht. Und mit dieser Einsicht schließt er im Grunde auch seine wichtigste Arbeit über Mahler, nämlich das Malerbuch von 1960, und das möchte ich jetzt vorlesen. Die letzten Zeilen dieses Buches, die lauten: Ans Verurteilte heftet sich der lange Blick in Mahlers Musik. Seit der unbeholfenen, vom Klavier begleiteten Jugendkomposition des Volkslieds zu Straßburg auf der Schanz sympathisiert Mahlers Musik mit den Asozialen, die umsonst nach dem Kollektiv die Hände ausstrecken. Ich soll dich bitten um Pardon und ich bekomme doch meinen Lohn, das weiß ich schon. Subjektiv ist Mahlers Musik nicht als sein Ausdruck, sondern indem er sie dem Deserteur in den Mund legt. Und der Deserteur ist gewissermaßen für Adorno eine Figur, die ganz zentral bleibt, die sozusagen nicht nur, denen Mahler nicht nur einzelne Liedkompositionen widmet, sondern die eine zentrale Figur auch seiner Symphonik darstellt. Alles sind letzte Worte, so heißt es weiter am Ende des Malerbuchs, alles sind letzte Worte, der gehängt werden soll, also der Deserteur, schmettert heraus, was er noch zu sagen hätte, ohne dass es einer hört, nur dass es gesagt wird. Musik gesteht ein, dass das Schicksal der Welt nicht länger vom Individuum abhängt, da greift er direkt zurück auf seinen Aufsatz von 1938, nur dass es gesagt wird. Musik gesteht ein, dass das Schicksal der Welt nicht länger vom Individuum abhängt, aber sie weiß auch, dass dies Individuum keines Inhalt mächtig ist, der nicht sein eigener, wie immer auch abgespaltener und ohnmächtiger wäre. Darum sind seine Brüche, Mahlers Brüche, die Schrift von Wahrheit. In ihnen erscheint die gesellschaftliche Bewegung negativ wie an ihren Opfern. Noch die Märsche werden in diesen Symphonien von dem vernommen und reflektiert, den sie verschleppen. Die aus der Reihe gefallenen, niedergetretenen, allein die verlorene Feldwacht, der bei den schönen Trompeten begrabene, der arme Tambourgesell, die ganz Unfreien verkörpern für Mahler die Freiheit. Und hier möchte ich Ihnen einfach, weil diese Figur des Deserteurs für die Interpretation Adornos so wichtig wurde, möchte ich Ihnen ein Lied vorspielen, aus des Knaben Wunderhorn, eine Komposition Mahlers nach der Volksliedsammlung des Knaben Wunderhorn, die eben die Figur des desertierten Tambourgesell, auf die Adorno hier direkt anspielt, in den Mittelpunkt stellt. Und wir hören uns das jetzt an. Hier handelt es sich gewissermaßen um einen Trauermarsch. Der Tambourgesell wird zum Galgen geführt. Ich armer Tambourgesell, man führt mich an.
Etwas lauter vielleicht. Ich schau dich nicht mehr an. Ich schau dich nicht mehr an. Weil ich weiß, dass ich erdran. Weil ich weiß, dass wenn Soldaten vorbei marschieren, bei mir geht ein Quartier, wenn sie fragen, wer ich gewesen bin.
Ja, das war das Lied vom Tambourgsel und ich denke, man hört das sehr gut bereits in diesem frühen Werk, wie Mahler es gelingt, sozusagen das Innere dieses zum Tod verurteilten Deserteurs nach außen zu wenden, in diesem zweiten Teil, in diesem leisen, ruhigen zweiten Teil, der kontrastiert mit dem Marschrhythmus, wie er am Beginn und am Ende dominiert. Wie gesagt, Adorno verliert diesen Bezugspunkt des Deserteurs nicht mehr in seiner Malerdeutung, auch nicht in den späteren Jahren, aber es kommt nach 1945 etwas hinzu. Wann immer Adorno den Entschluss gefasst haben mag, ein ganzes Buch über Maler zu schreiben, das dann eben 1960 erschien, die Notizen für dieses Buch beginnen sich bereits ab 1947 zu häufen. Nachdem Mahler also in Deutschland und Österreich wieder gespielt werden durfte, sah sich Adorno offenbar herausgefordert, das, was er zuvor nur vage bestimmt hat, deutlicher zu fassen und zugleich die Distanz zu reflektieren, die ihn von Mahlers Musik bereits trennte. Es heißt da in einer dieser Notizen, unbeschreiblich, was Mahler der elenden, geschundenen alten Tonalität noch alles abgezwungen habe, vor allem an ungezügeltem Ausdruck des Schmerzes. Zum Beispiel in dem ersten Trio des Trauermarsches der 5. Symphonie mit dem sich überschlagenden Duett von Geigen und Trompeten. Das klingt, als drängte das Dorf in der Synagoge zusammen und klagte im Angesicht des Pogroms. Aber all das war so substanziell möglich nur, weil es vor 50 Jahren die andere Sprache der Musik noch nicht gab. Wollte man heute so komponieren, so wäre es unerträglich. Diese Bemerkung von August oder September 1949 erinnert auch an das berühmt-berüchtigte Diktum Adornos nach Auschwitz, ein Gedicht zu schreiben sei barbarisch. Hier in Bezug auf Mahler heißt es, wollte man heute so komponieren, so wäre es unerträglich. Aber was vor allem auch bemerkenswert ist an dieser Notiz, dass hier zum ersten Mal darüber spekuliert wird, dass es in Mahlers Musik auch um das Schicksal von Juden selber geht. Und das spitzt er dann zu im Begriff der Pogrommusik in seinem späteren Buch über Mahler. Da heißt es dann auch wieder in Bezug auf die 5. Symphonie, auch wieder in Bezug auf den ersten Satz der 5. Symphonie und auf dieses sogenannte Trio. Da heißt es, das erste Trio dieses ersten Satzes der 5. Symphonie, des bereits sehr groß einsetzenden Trauermarsches, antwortet nicht mit lyrisch-subjektiver Klage auf die objektive Trauer, von Fanfare und Marsch. Es gestikuliert, erhebt ein Geschrei des Entsetzens vor Schlimmerem als dem Tod. Seine Gewalt ziehe es paradox daraus, so Adorno weiter, dass solcher Erfahrung noch keine musikalische Sprache bereitstand. Durch den verstörten Kontrast zur harmlosen, deren sie sich bedient, wird jene Erfahrung schlagender, als wenn die klagende Dissonanz schon ganz freigesetzt und damit wiederum eingespielt wäre. In dem sich ins Wort fallenden Duett der schneidenden Trompeten und der regellosen Geigen verwirrt sich der Gestus des Hetman, der zum Mord ermuntert mit dem Jammer der Opfer, Pogrommusik. Also einerseits hat man hier die fast identische Formulierungen, was die Charakterisierung dieser Stelle aus der 5. Symphonie betrifft, zum anderen aber, wenn man sich das genauer ansieht, eine doch merklich geänderte Einschätzung. Die Akzente werden von Adorno nun 1960 anders gesetzt als 1949, während er 1949, wie gesagt, festhielt, dass man heute nicht mehr so komponieren kann, wollte man heute so komponieren, so wäre es unerträglich, hält er nun fest, was betont er nun 1960,
dass mittlerweile diese Erfahrungen, die bei Mahler noch Ausdruck finden konnten, nicht mehr in der Musik ausgedrückt werden können, überhaupt nicht mehr ausgedrückt werden können. Nicht? Das heißt, da durch den verstörten Kontrast zur harmlosen bei Mahler wird jene Erfahrung, die Erfahrung der Verfolgung, des Entsetzens, die Erfahrung davor, was schlimmer ist als der Tod, zum Ausdruck gebracht, schlagender zum Ausdruck gebracht, als wenn die klagende Dissonanz schon ganz freigesetzt und damit wiederum eingespielt wäre. Da zeigt sich an dieser veränderten Perspektive, an dieser anderen Akzentsetzung, zeigt sich, dass Adorno inzwischen sehr skeptisch geworden war, was die Entwicklung der modernen, der neuen Musik nach 1945 betrifft, also der Musik nach Schönberg, der sogenannten seriellen Schule, und seine Kritik am, so nennt er das, Altern der neuen Musik besteht darin, dass diese Musik in Gefahr gerät oder schon dazu übergegangen ist, die Fähigkeit zu verlieren, Angst auszudrücken. Also gerade diese individuellen Gefühlskategorien noch zu artikulieren, die er bei Mahler emphatisch festhalten wollte. Die Perspektive sozusagen des einzelnen isolierten Individuums zur Perspektive der Komposition zu machen. Diese Fähigkeit, die Angst, den Schmerz, das Leid des Individuums zum Ausdruck zu bringen, die sieht Adorno in der seriellen Entwicklung der Musik nach 1945 schwinden, und das kennzeichnet dann wiederum seine veränderte Perspektive auf die Musik Mahlers. Bevor ich nun etwas näher auf diese Stelle noch eingehen möchte, die für Adorno eine so große Rolle spielt und wo er sozusagen Pogrommusik wahrnimmt, diese Stelle aus dem ersten Satz der 5. Symphonie, noch ein kleiner Exkurs, nämlich zur Frage des jüdischen Elements in Mahlers Musik. Über das Vorhandensein eines solchen Moments, eines solchen jüdischen Elements in dieser Musik gehen die Meinungen ja sehr weit auseinander, so weit, dass sogar die Frage, was eigentlich das jüdische Element sei, davon nicht unberührt bleiben kann. Es gibt ebenso Maler, Fachleute und Kenner, die keinerlei Einfluss jüdischer Musiktradition hören, sehen, wie andere Maler, Fachleute und Kenner, die diesen Einflüssen die größte Bedeutung für Mahlers Musik beimessen. Also das ist eine Kontroverse, die bis heute ungeklärt, also wo es sozusagen bis heute ungeklärt ist, wie sie ausgeht. Adorno hingegen stellt diese Alternative selber in Frage. Der Versuch, sagt er, jene Traditionen beim Maler zu leugnen, also die jüdischen Musiktraditionen, um seine Werke für eine vom Nationalsozialismus, für einen vom Nationalsozialismus angesteckten Begriff deutscher Musik zu reklamieren, dieser Versuch sei so abwegig, wie wenn man ihn als nationaljüdischen Komponisten beschlagnahmt. Aber in Mahlers Musik sei eine Parteinahme fürs Judentum in der Art und Weise herauszuhören, wie dieser Komponist mit den Klischees des Jüdischen umgehe. Ich zitiere: das grelle, zuweilen näselnde, gestikulierende und durcheinander redende, das Mahlers Musik offen artikuliert, macht genau ohne Beschönigung jenes Jüdische zur eigenen Sache, das den Sadismus reizt. Das jüdische Element bei Mahler weiche damit zwar vor der Identifizierung zurück, sagt Adorno, bleibe aber dem Ganzen unverlierbar. Gemeint ist damit also weniger der an einigen Stellen doch, wie ich meine, merkbare direkte Einfluss jüdischer Musiktraditionen. Also wir haben ja diesen dritten Satz, diese Passage aus dem dritten Satz der ersten Symphonie gehört, die etwa ein Dirigent wie Leonard Bernstein als jüdische Hochzeitsmusik, als einen Anklang an jüdische Hochzeitsmusik bezeichnet hat. Aber darum geht es Adorno nicht, um diesen unmittelbaren Bezug, darum geht es ihm weniger. Es geht ihm um Mahlers Verhältnis dazu und zugleich zu dem Bild, das man sich in einer antisemitischen Gesellschaft vom Judentum macht. Und von solcher Interpretation aus wird erst verständlich, was Adorno meint, wenn er umgekehrt in Mendelssohn-Bartholdys Werken die Musik der Assimilation erkennt. Denn das Scheitern der Assimilation hat Mahler komponiert. So fasst es Adorno auf. Seit
diesen Notizen nach 1945 über Mahlers, über Mahlers Werk. Nun möchte ich noch auf diese Passage näher eingehen aus der 5. Symphonie. Diese Passage, die seltsamerweise Trio genannt wird. Das liegt daran, dass der ganze Satz als Trauermarsch konzipiert ist, dieser ganze erste Satz der 5. Symphonie, und im Mittelteil eines Trauermarsches findet sich gewöhnlich ein Trio genannter Teil. Aber mit einem Trio im überlieferten Sinn hat dieser Teil bei Mahler eben denkbar wenig zu tun, hat diese Passage denkbar wenig zu tun. Es ist, wäre eher als ein Antitrio zu bezeichnen, das genaue Gegenteil dessen, was man in der Mitte des Trauermarsches erwartet, nämlich etwas Aufhellendes. Und als ein Beispiel dafür möchte ich nur kurz anspielen aus der 3. Symphonie von Beethoven, den 2. Satz. Meines Wissens ist das das erste Mal in der Musikgeschichte, dass hier ein Trauermarsch in eine Symphonie integriert wird. Also insofern war das natürlich auch für Mahler ein Orientierungspunkt, und da hört man ganz deutlich, wie der Übergang zum Trio diese Helligkeit hineinbringt in die Musik. So wie eine Vision gewissermaßen taucht hier etwas auf aus der Atmosphäre des Trauermarsches. Trauermarsch des zweiten Satzes der Eroica von Beethoven. Jetzt beginnt das Trio. Hier muss ich in grober Weise unterbrechen. Ungern, aber die Zeit drängt, damit wir noch zu Mahlers Trauermarsch-Konzeption kommen, die ich dem jetzt unmittelbar entgegensetzen möchte. Und wir hören jetzt den Anfang der 5. Symphonie. Und zwar beginnt dieser erste Satz mit einem Trompetensignal, das sogenannte Generalmarschsignal einer Auftakttriole. Daran knüpft sich, also aus diesem Motiv entwickelt sich eigentlich nichts, das sackt ab. Auch das ist ein Gegensatz zur Beethovenschen Symphonik. Beethoven hat ja sozusagen, bei Beethoven ist es ja immer spürbar, dass er aus den kleinsten Motiven gewissermaßen einen ganzen Satz entwickelt. Bei Mahler merkt man sozusagen, dass diese symphonische Tradition gar nicht, diese Tradition mit Leben zu erfüllen, gar nicht mehr möglich ist, dass das gar nicht mehr möglich ist. Und aus dieser Triole, aus dieser Auftakttriole der Trompete entwickelt sich auch nichts. Stattdessen setzt
das sackt gewissermaßen ab und stattdessen setzt dann eine Wehklage ein, also durchaus im Rhythmus des Trauermarsches, eine Art Klagegesang. Dann kehrt die Trompete wieder mit dem Signal, mit der Triole, und dann folgt wieder der Klagegesang und zum dritten Mal dann die Trompete, und jetzt setzt dann das Trio ein. Nachdem zum dritten Mal die Trompete mit dem Signal erklingt, beginnt dann dieser Trio genannte Teil, aber Sie werden hören, dass das eben mit einem Trio im Sinne der Beethovenschen Eroica nichts mehr zu tun hat. Vielleicht jetzt etwas leiser, weil es wird dann auch ziemlich laut, wenn das volle Orchester spielt, eine Spur leiser. Danke.
mal die Trompete. Das Trompetensignal. Das ist also das Trio, das sogenannte Trio, das Adorno als Pogrommusik bezeichnet hat. Das ist sozusagen das absolut Unerwartete, das da geschieht, wo man ein Trio erwarten würde, etwas Aufhellendes erwarten würde, stattdessen dieser Überfall, dieser Einbruch. Es handelt sich hier um das Gefühl eines wilden, wütenden Dreinfahrens und eben diese gefürchtete Aggression, die richtet sich offenkundig gegen eine Schwäche, wie sie in dieser Klagemelodie, in dieser Wehklage sich geradezu hemmungslos ausgelebt hat. Also ich möchte Sie hinweisen sozusagen auf den Zusammenhang dieser Wehklage, dieses Klagegesangs auf der einen Seite und dem, was da dann folgt, was da in Gestalt dieses Ausbruches folgt. Wobei festzuhalten ist, dass bei dieser Wehklage das Heroische ja selbst schon, wenn man das etwa vergleicht mit dem Trauermarsch von Beethoven, das Heroische selbst bereits zerfallen ist. Einerseits zerfallen in diesen starr und geistlos angenommenen Fanfarenhabitus, die Auftakttriole der Trompete auf der einen Seite und auf der anderen Seite in diesem ausgedehnten, einförmigen Klagegesang. Nicht? Also die Heroik selber ist bereits zerfallen in diesem Trauermarsch, in diese beiden Teile. Und gerade diese Wehklage widerspricht dem Bedürfnis nach Heroik peinlich. Besonders akzentuiert wird das, denke ich, wenn dann noch die Klage von Cis-Moll nach Astur gewendet wird. Ich versuche das jetzt nur zur Erinnerung nachzusingen. Di da da, di da di, di da di da 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 da, da di di ja di ja di ja da, da di ja da da di. Und diese punktierte Sekunde, diese punktierte fallende Sekunde, dieses di ja di ja di ja da, da di ja da da di, die wäre eben auch noch wie in der Partitur verzeichnet ist, in gleichsam barocker Manier überzogen zu spielen. Die Musik kommt hier kaum von der Stelle,
Sie grimassiert gewissermaßen mit dieser fallenden Sekunde. Dreimal hintereinander wird das wiederholt, dass es, wie die altmodische Redewendung lautet, Gott erbarm. Darin liegt doch, wie ich meine, ein schutzlos preisgegebenes, das niemanden erbarmt, sondern offenkundig Hassgefühle weckt bei denen, die sich einer solchen Schwäche selber nicht bewusst werden wollen. Und wenn dann das vermeintliche Trio dreinschlägt, mag Mahler selber vielleicht nicht nur an die Reaktionen gedacht haben, die seine Symphonien hervorriefen. Nun, ich weiß nicht, ob diese akzentuierte Sekunde, diese fallende Sekunde der Streicher und Holzbläser, ob die sich aus irgendeiner jüdischen Quelle speist. Ich kann das im Einzelnen nicht rekonstruieren, seines Klezmer-Traditionen oder chassidische Sabbatlieder. Und es gibt ja hier die verschiedensten Versuche, das abzuleiten. Vor allem Max Brod hat hier versucht zu rekonstruieren, um diesen unmittelbaren Einfluss jüdischer Musiktraditionen bei Mahler herauszuarbeiten. Man kann vieles, was hier publiziert wurde, mit Heinz-Klaus Metzger als fantastisch apokryph bezeichnen. Was ich aber definitiv weiß, ist, dass eine Stelle wie diese, die wir da gehört haben, diese Wehklage, dass eine Stelle wie diese vom Wiener Publikum und von den Wiener Philharmonikern in den 50ern und 60ern und bis in die 70er Jahre jedenfalls als jüdisch identifiziert wurde und dass man sich darin in einer langen Tradition wusste, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Und ich weiß, dass es diese Stelle einschließlich des darauffolgenden Trios war, wo Leonard Bernstein, als er in den 70er Jahren die Mahler-Symphonien hier in Wien aufnahm, wo Leonard Bernstein am Widerstand der Philharmoniker fast verzweifelt wäre, weil die Streicher weder in der Verkörperung dieser grimassierenden Schwäche im Klagegesang noch in den Angstfantasien des rasenden Auseinanderfahrens, wie man es hier in der Streicherfigur ja hören konnte, also auch nicht in den Angstfantasien dieser rasenden Streicherfiguren mitgehen wollten. Bernstein verlangte, was den Musikern als übertrieben und als unecht galt. Solche Stellen sind nämlich rezipiert worden, als ob sich Mahler hier gleichsam verraten hätte, das, was man als seine Identität verstehen will, nicht mehr hätte verbergen können. Es gehört aber, wie ich meine, zur Spezifik seiner Musik, dass er von dieser Reaktion wusste, dass er die vorausgeahnt hat und als Symphoniker darauf reagiert hat. Er wusste es als Komponist mindestens genauso, wie Adorno und Horkheimer es dann in der kritischen Theorie auf den Begriff gebracht haben, nämlich in der Studie über die Elemente des Antisemitismus aus der Dialektik der Aufklärung. Und stellenweise liest sich diese Studie wie eine Beschreibung dessen, was wir gerade gehört haben. Es heißt da, was als Fremdes abstößt, ist nur allzu vertraut. Es ist die ansteckende Gestik der von Zivilisation unterdrückten Unmittelbarkeit, berühren, anschmiegen, beschwichtigen, zureden. Anstößig heute ist das Unzeitgemäße jener Regungen. Die undisziplinierte Mimik fordert die Wut heraus, weil sie angesichts der neuen Produktionsverhältnisse die alte Angst zur Schau trägt, die man, um in ihnen zu überleben, selbst vergessen musste. Auf das zwangshafte Moment, auf die Wut des Quälers und des Gequälten, die ungeschieden in der Grimasse wieder erscheinen, spricht die eigene Wut im Zivilisierten an. Dem ohnmächtigen Schein antwortet die tödliche Wirklichkeit, dem Spiel der Ernst. Gespielt wirkt die Grimasse, weil sie anstatt ernsthaft Arbeit zu tun, lieber die Unlust darstellt. Sie scheint sich dem Ernst des Daseins zu entziehen, indem sie ihn fessellos eingesteht. So ist sie unecht. Aber Ausdruck ist der schmerzliche Widerhall einer Übermacht, Gewalt, die laut wird in der Klage. Er ist stets übertrieben, wie aufrichtig er auch sei. Die Vertriebenen erwecken zwangshaft die Lust zu vertreiben.
bleiben. Am Zeichen, das Gewalt an ihnen hinterlassen hat, entzündet endlos sich Gewalt. Getilgt soll werden, was bloß vegetieren will. In den chaotisch regelhaften Fluchtreaktionen der niederen Tiere, in den Figuren des Gewimmels, in den konvulsivischen Gesten von Gemarterten stellt sich dar, was am armen Leben trotz allem sich nicht ganz beherrschen lässt. Der mimetische Impuls. So deuten Adorno und Horkheimer hier in der Dialektik der Aufklärung in diesen Kapiteln über die Elemente des Antisemitismus, die Gewalt, den Antisemitismus, die Verfolgung der Juden sich ausgesetzt sehen. Und diese Gewalt, diese Wut, von der hier Adorno und Horkheimer sprechen, wird, das macht Mahler deutlich in seinem Trauermarsch, in der 5. Symphonie, diese Gewalt, diese Wut wird als Kollektive erfahren, als die Angst im und unmittelbar vor einem Kollektiv. Das wird an dieser Stelle in der polyphonen Führung von einzelner Trompete und Streicherkorpus, dazu noch die akzentuierten Wechselbässe und die synkopisch versetzten Posaunenakkorde deutlich. Das heißt, es bleibt auch in diesem sogenannten Trio der Zusammenhang mit dem Kollektiv der Marschmusik deutlich. Und da unterscheidet sich zum Beispiel diese Angstfantasie, diese Angstfiguren der Streicher unterscheiden sich da durchaus etwa von denen Schönbergs in der Erwartung, die einige Jahre später komponiert wurde, wo ganz deutlich ist, dass es hier nicht um eine Angst geht vor und im Kollektiv, sondern da geht es bei Schönberg um die Angst des völlig vereinzelten, total isolierten Individuums. Denn bei Mahler ist dieser Bezug zum Kollektiv immer präsent, aber es ist eben ein Bezug voller Angst, voller Schrecken. Es gibt auch in dieser Passage, in diesem Trio, keine versöhnende Zusammenführung der Stimmen mehr. Sie haben das ja gehört, setzt einfach wieder dieses Trompetensignal ein. Es gibt also hier am Ende sozusagen keine harmonische Akkordfolge, keine Versöhnung, keine Kadenz. Und gerade das Ausbleiben dieser versöhnenden Kadenz wird als Flucht vor und aus der Masse komponiert. Plötzliches Verschwinden der rasend umherirrenden Geigenstimme, wenn sie sich erinnert, bevor wieder das Generalmarschsignal der Trompete einsetzt. Und nach dem ersten Satz der 5. Symphonie beginnt das ganze Werk gleichsam noch einmal. Und jetzt aber mit einem für den Kopfsatz traditionell vorgesehenen Sonatenhauptsatz. Das heißt, im zweiten Satz wendet Mahler die Sonatenhauptsatzform an, die eigentlich traditionellerweise im ersten Satz verwendet wird in der symphonischen Tradition, während bei Mahler der erste Satz ganz geprägt ist von diesem Trauermarsch, vom Duktus des Trauermarsches und von dem Gegensatz Trauermarsch-Trio. Versucht er dann im zweiten Satz sozusagen zur symphonischen Tradition zurückzukehren und wendet sich wieder der Sonatenhauptsatzform zu, als ob hier sozusagen die Symphonie jetzt erst eigentlich beginnt, nicht? Der Malerforscher Konstantin Floros hat hervorgehoben, wie eng diese beiden Sätze, die ersten beiden Sätze, thematisch aber verwoben bleiben. Er schreibt, die Seitensatzpartien des zweiten Satzes entlehnen ihre thematische Substanz den Trios des Trauermarsches des ersten Satzes. Diese Trios, so Floros, werden gleichsam neu komponiert, aber jetzt eben in der symphonischen Form, in der Sonatenhauptsatzform. Dabei kritisiert Konstantin Floros die Auffassung Adorno, es handelte sich hier um Interpolationen und Einschiebseln aus dem vorangegangenen Trauermarsch, die dann sozusagen im zweiten Satz wirksam werden.
Der Unterschied in der Auffassung zwischen diesen Malerinterpretationen liegt, denke ich, darin, ob man die Wiederaufnahme dieser Partien aus dem ersten Satz, im zweiten Satz als wirkliche Integration, als geglückte Integration gleichsam begreift, wie das Floros nahelegt, oder ob man den Versuch der Integration als gescheitert betrachtet, wie das bei Adorno letztlich so dargestellt wird. Und wofür ja auch das Ende des zweiten Satzes spricht. Es gibt da kein großes Finale, sondern da verliert sich die Musik ganz ähnlich wie am Ende des ersten Satzes. Ich kann das jetzt aus Zeitgründen auch nicht mehr anspielen. Wahr ist jedenfalls, wie immer man sozusagen diese Kontroverse beurteilen möchte, wahr ist jedenfalls, dass Mahler nichts anderes versucht, als die Erfahrung, die er im ersten Satz mit dem Einbruch des Trios dargestellt hat, diese Erfahrung in die symphonische Form zu integrieren, diese Erfahrung irgendwie zu verarbeiten. Deshalb greift er sozusagen zur Sonatenhauptsatzform. Und die weiteren Sätze der Symphonie wären in diesem Zusammenhang zu sehen, ja überhaupt das weitere Schaffen, vor allem dann die sechste Symphonie wäre in diesem Zusammenhang zu sehen. Für Adorno lautet nun einmal die Frage aller Musik, die noch keine Gesellschaft beantwortet hat: Wie kann ein Ganzes sein, ohne dass dem Einzelnen Gewalt angetan wird? Und diese Frage, die sich in der Moderne zuspitzt, hat Adorno nicht zuletzt, so meine ich, dank Mahlers Musik zu stellen gelernt. Das geben seine Analysen zu erkennen. Mahlers Musik sei, so heißt es an einer anderen Stelle des Mahlerbuches, hier konkret bezogen auf die sechste Symphonie, Mahlers Musik sei Traum des Individuums vom unaufhaltsamen Kollektiv, zugleich aber drückt sie objektiv aus, dass Identifikation mit ihm, mit dem Kollektiv, unmöglich sei. Und hier kann man dann anfügen, so unmöglich wie die Sonateneinheit von Signal, Klage und Trio unter Anführungszeichen im ersten Satz der fünften Symphonie. Zum Abschluss noch eine Bemerkung zur Datierung dieser beiden Sätze der fünften Symphonie. Es lässt sich meines Wissens nicht mehr rekonstruieren, wann Mahler die Entscheidung getroffen hat, die Symphonie gleichsam mit zwei Sätzen zu beginnen, also diesen Trauermarschsatz, den Sonatenhauptsatz voranzustellen. Vermutlich ist diese Entscheidung schon vor 1903 gefallen, aber mit der Reinschrift der Symphonie selber wurde erst im Sommer dieses Jahres 1903 begonnen. Im April 1903 hatte in Kischinew das erste Pogrom des 20. Jahrhunderts stattgefunden und große Bestürzung in Teilen der europäischen und amerikanischen Öffentlichkeit ausgelöst. Innerhalb von zwei Tagen waren 49 jüdische Bewohner dieser Stadt ermordet und über 500 verletzt worden. Von besonderen Grausamkeiten wurde berichtet. 24 Stunden lief der Mob amok, während die in der Umgebung stationierten Truppen in ihren Kasernen blieben. Erst am Abend des zweiten Tages erschien die Polizei und trieb die Mordbrenner auseinander. Damals berichteten deutsche Zeitungen davon. Es wurde auch ein Brief Leo Tolstois veröffentlicht, worin Tolstoi gegen das Pogrom protestiert. Maxim Gorki rief damals in Europa zu Hilfsaktionen für die Juden von Kischinew auf. Und an Arthur Schnitzler wurde die Aufforderung herangetragen, ein Stück über diese Ausschreitungen zu schreiben. Theodor Herzl schließlich entwarf einen neuen zionistischen Plan und reiste nach Russland, um mit der Regierung zu verhandeln. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.